Ja, guten Abend und herzlich willkommen hier bei Live News. Live News und Talkrunde Live 2019-26. Ich muss gerade grinsen. Ist ganz lustig, so die Kommentare ab und zu lesen. Ich muss da nur drüber lachen. Und wie sich andere im Netz so kaputt machen. Das reimt sich sogar noch. Ja, herzlich willkommen hier bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Wie lange gibt es das schon? Seit März letzten Jahres? Genau, angefangen eigentlich als Hobby. Ohne Live-Sendung, so ab und zu ein paar Reportagen, weil ich meine Zeitungsberichte ein bisschen in Video umsetzen wollte. Und dementsprechend hat sich das Ganze entwickelt, habe einen ersten Dokufilm gedreht über Todd Moos und daraufhin bin ich dann zu einer Videoagentur gestolpert. Die wollte mich unbedingt haben, weil die ganzen Fernsehsender, AD, ZDF und wie sie alle heißen, SWR, RTL und alles Mögliche, Tele im Eis und SRF und ORF, eigentlich alles, die filmen eigentlich gar nicht alles selber, sondern das sind so kleine Videojournalisten, so wie ich bin. Ja, genau. Und ab und zu gibt es da mal eine Nummer. Beim einen mehr oder weniger. Und ich meine so, die zahlen ja recht gut. Ja? Also 3 Videos im Monat verkaufe, mehr muss man nicht arbeiten. Nur, man filmt natürlich recht viel. Und es wäre ja schade, wenn das Videomaterial einfach verschütt geht und nicht gezeigt wird. Und so bin ich dann irgendwann mal auf den Gedanken gekommen, man könnte doch selber so kleine Nachrichtenvideos zusammenschneiden. Ja, und so hat sich das ergeben, dass ich dann erstmal so Richtung Pilzvideo gegangen. Im Herbst, im Sommer hat es mal einen Großbrand gehabt in Strittmatt und damals noch ein bisschen mit Musik hinterlegt, actionmäßig und jetzt eigentlich mittlerweile rein Nachrichten. Wenn das natürlich Nachrichtenvideos sind, die zum Beispiel aus Bilder bestehen, ja, weil manchmal gibt es vielleicht gar nicht so viel zum Filmen. Man kann auch mit Bilder filmen. Ja, weil ich schreibe ja Zeitungsberichte über Bilder von der Feuerwehr. Ja, gibt es ja auch. Es gibt ja Feuerwehreinsätze. Manche Feuerwehren im Landkreis, die sind ganz, ganz schnell online. Ja, und dann ernähre ich mich von den Bildern von der Feuerwehr. Da schreibe ich dann einen Text dafür dazu und tue dementsprechend Berichte. Und dann kann man natürlich auch, da spreche ich meinen Zeitungstext. Ja, viele schreiben, heute schon habe ich gelesen auf Facebook irgendwo in einer Riesengruppe oder ist sogar in einem YouTube-Kommentar von einem Unfall irgendwo. Ah, das war was in Löffingen. Einen Zeitungstext einfach aufsprechen kann ich auch. ja, klar. Aber ich habe so viele Leute, die sich hier bewerben als Sprecherinnen und Sprecher. Ich muss sagen, keiner kommt daran. Ich habe nämlich Sprecher. Carpe Diem. Ja? I'm Percy. Das sind alles YouTuber-Freunde. Die machen das gern. Und die haben es schon ein paar Mal gemacht. Aber jeder hat natürlich sein Zeug zu tun. Und Nachrichten, die müssen natürlich recht schnell online gehen. Und dann ist das natürlich dementsprechend nicht immer möglich, dass man warten kann. Jo, so ist es. Das ist echt cool und mittlerweile ist hier auf Schwarzwald TV eine riesen Community zusammengewachsen. Das seid ihr alle, ihr, die immer die Livestreams auch anguckt, die kommentiert. Wichtig ist ja kommentieren. Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Manche machen nur ein Däumle nach oben und schreiben einen eigenen Namen rein, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Einfach was rein und was Sinnvolles. Ja, klar, wenn jetzt natürlich so ein schwerer Unfall ist, da kann man schon sagen, guter Videoschnack, aber zuerst natürlich, hoffentlich geht es den Verletzten bald besser, gute Besserung den Verletzten.
gute Nachrichten und was auch immer, wie auch immer. Und vielen Dank alle, die seit dem letzten Montag neu auf den Kanal gekommen sind hier bei Schwarzwald TV. Also hier gibt es immer die regionalen Nachrichten aus dem Landkreis Waldshut, Lörrach, Freiburg, Breisgau, Hochschwarzwald. Also es ist eigentlich so fast das komplette Regierungsbezirk Freiburg wie bei der Polizei. So, soviel zu diesem. Erstes Ding. Ich muss ja noch eine Kanal, wie sagt man, Kanalvorstellungsvideo muss ich auch noch machen. Jetzt bin ich schon bei fast bei 4000 Abonnenten. Das ist ja Wahnsinn, das geht so schnell. Übrigens hier neben mir sind die Hühner aus Birkedorf von der Bettina Settele, Bibermanagerin. Ja. Da hat es kräftig gehagelt, es gab Unwetter. Es sind hier Sturzbäche an Unwetter runtergegangen. Und ja, genau. Ich habe mir dann eben aus dem Hobby der Beruf gemacht, hauptberuflich, und habe mich dazu entschieden, als Reporter, also Videojournalist. Ich bin ein normaler freier Journalist, schreibe für Zeitungen, für ganz, ganz viele, für das Südkurier vorwiegend, dann natürlich, wenn es Schweizer betroffen sind oder grenznahe Ereignisse, dann natürlich auch für die Aargauer Zeitung, wie jetzt erst bei dem Brand in Murg. Da habe ich für die Aargauer Zeitung geschrieben und auch für das Südkurier. Die Links sind jeweils in den Videobeschreibungen von meinen Filmen. Ich habe übrigens hier in der Videobeschreibung von dem Stream habe ich zwei Videos drinne. Und zwar ist das einmal eben diese Reportage, 11-minütige vom Großbrand im Murg, mit zwei Interviews, einmal vom Bürgermeister aus Murg, vom Adrian Schmiedle und auch vom Kommandant der Feuerwehr. Genau. War echt eine coole Sache. Ich war einer von die Erste. Ich war sogar der Erste, der um 2:40 Uhr das Ding online gestellt hat. Tele Basel. Nee, Michael Gassmann, das war, glaube ich, echt Tele Basel? Das war Tele M1. Nicht zu verwechseln. Tele M1. Wie gesagt, in der Videobeschreibung bei Tele Basel habe ich es noch gar nicht gefunden. Und es ist ja so, ich komme gleich zur Begrüßungsrunde, sind ganz viele, einfach schön dranbleiben. Es ist ja so, wie funktioniert das Ganze? Es sind viele YouTuber, die laden kostbares Material ins All, kostbares Material, Unwetter vor allem. Unwetter läuft. Wetter läuft immer. Besser wie jeder kleine Auffahrunfall. Und die laden das einfach hoch, ohne nachzudenken. Ich habe zum Beispiel meinem YouTuber-Kollegen Epfan95, der die viele Europa-Park-Filme macht, habe ich auch dementsprechend mal geschrieben: Hey, du bist ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er war bei diesem starken Unwetter, wo es da unten gab, am Rhein. War ja im Europapark und hat es in sein Video mit reinbracht. Man kann mit Wettervideos, ich sage ja immer, filmet, aber nicht hochkant, sondern waagrecht. Filmet, filmet, filmet. Und man kann damit gut Geld verdienen, wenn es dann genommen wird. Also es gibt ja, da hat zum Beispiel jemand ein Foto gemacht von einer Windhose auf dem Bodensee. Das Ding ist, das ist, solche Dinger, die sind natürlich, das sind Gold wert. Vor allem, wenn man sie dann noch filmt. Und genau, also die meisten Videojournalisten, die was so, also ihr müsst euch das so vorstellen, die ganze Nachrichten, das kann RTL und ARD und ZDF gar nicht aufbieten, so viele Mitarbeiter. Und zwar, das sind alles so Typen wie ich, so, ja. Die eine haben einen YouTube-Channel, Frank Bauermann ist zum Beispiel auch ein netter YouTube-Kollege. Er verkauft direkt und auch über eine Agentur und veröffentlicht das Ganze auf seinem YouTube-Kanal. Allerdings halt ohne Anmoderation, einfach ganz normal. Die Rohsequenzen, gepixelt natürlich, so wie ich auch mache. Und ein kleiner Pressetext ist drinne. Ist übrigens der YouTube-Kanal vom Frank Bauermann, für die, die es interessiert. Ist bei mir unten
in der Videobeschreibung auch drin, so wie von vielen, vielen anderen. Und ich habe heute, ne, jetzt gestern ein erstes Community-Treffen gestartet. Und das Community-Treffen, was wir da erlebt haben, das kommt nach der Werbung. Ja, also die Live-Zuschauer haben natürlich keine Werbung jetzt gehabt, aber dementsprechend die anderen. Ja, man muss ja von irgendwas leben. Sie wird die später dann einschalten, die kriege Werbung eingespielt. Also, ich hatte gestern einen Community-Treffer gehabt und das Ganze ist dann ausgeartet zu einem Einsatz. Ein Einsatz. Ja? Und den Einsatz, den erzähle ich euch gleich nach der Begrüßungsrunde. Und zwar heute Abend, da haben wir hier ganz neue Namen da. Und zwar ist hier Dominik Leile, 1986. Guten Abend. Firefab. Servus. Maurice B. Dich habe ich jetzt auch schon öfters in die Kommentare gelesen. Vielen Dank. Gabriele Granata. Hallo alle zusammen und auf einen neuen spannenden Bericht von Super Peter. auch du, Gabriele Granata, wenn du meine Videos anguckst, immer schön kommentieren. Ja? Immer schön kommentieren, dann weiß ich, ihr habt es gesehen. Da können wir uns mal drüber unterhalten, über so das ein oder andere Thema. Da entstehen so in die Kommentare auch gern mal so nette kurze Konversationen. Dann ist der Daniel da. Einen schönen guten Abend. Endlich ist nicht mehr so heiß. Ja, draußen Gewitterstimmung. Es wird kühler, ja. Wir haben hier draußen 14 Grad. Der Butcher. Ja, Wahnsinn. Der Butcher. Alex Stars 94. Der 94er. Dann haben wir den Michael Gassmann. Das ist ein super Fan von meiner Facebook-Seite. Also, wenn man ganz viel auf Facebook auch zugange ist und meine Nachrichtentexte liest, ich tue ja da Pressemeldungen, veröffentliche meine eigenen Stories. Und wenn ihr natürlich mal einen Videofilm veröffentlicht habt, dann tue ich nicht gleich wieder 10 Pressemeldungen draufklatschen, sonst rutscht das Ding ja runter. Genau, man muss ja nicht immer die Nase vorn haben, aber wenn ich irgendwo vor Ort bin, dann habe ich immer die Nase vorn und so war es eben dann auch in Murg. Da habe ich bereits schon um 2:40 Uhr, glaube ich, auf Facebook das erste Bild veröffentlicht mit einem kurzen Text. Ich überlege mir das ja immer zweimal. Machst du es, weil du willst ja die Konkurrenz nicht wecken. Aber dann gibt es ja immer noch die Pressestelle von der Polizei. Und dementsprechend habe ich dann gedacht, ja gut, das kann ich ja doch machen. Es wird nachberichtet, kann man immer noch schreiben. Und ich habe das dann dementsprechend auch gemacht, habe den Text dementsprechend veröffentlicht. Und jetzt muss ich gerade mal schön schauen. Ich habe hier nämlich einige drin, die gucken schon manchmal zu. Aber ich muss natürlich per WhatsApp, muss ich hier, ich muss halt hier dementsprechend, ja, die Links verschicke. Dass die natürlich, weil nicht jeder kann abonnieren. Abonnieren kann man übrigens nur, wenn man ein Google-Konto hat. Das gibt es nämlich auch kostenfrei. Kostenfreies Google-Konto. Dementsprechend. Ja, und dann geht's los. An einfach abonniere, Glocke anschalten, wie es die meisten hier so schon machen. Und dann haben wir natürlich noch eine Premium-Gruppe WhatsApp. Die werden immer als erstes informiert, direkt vom Einsatzort, wo es hingeht, wo ich gerade bin, wo ich stehe, was passiert ist. Oder sonstige Meldungen wie, ja, eine unangenehme Meldung. Ja, und zwar der Wanderer aus Todtmoos. Der wurde gefunden. Und zwar, ich habe überlegt, ob ich noch ein Video veröffentlicht drüber. Noch vor 2 Tagen, weil viele haben mich angeschrieben, was ist mit dem Wanderer aus Todtmoos? Ja, der wurde am 26. diesen Monat gefunden, also vor 3 Tagen. Und es sieht nicht gut aus, liebe Zuschauer und Zuschauer von Schwarzwald TV. Es sind immer wieder andere, immer wieder
Leute unterwegs, die werden vermisst und werden dann irgendwie nicht mehr gefunden. Und so ist das auch bei dieser Fahndung oder ja, Öffentlichkeitsfahndung gewesen nach dem jungen Herrn. Die Suche, die wurde praktisch dann am zweiten Tag, also die aktive Suche wurde dann eingestellt. Man kann ja ewig suchen, irgendwann taucht er auf. Und die Fahndung nach dem vermissten Wanderer, die wird jetzt zurückgenommen. Deshalb, ich habe es auf Facebook geschrieben. Deshalb habe ich den auch in keinem Video bei mir abgebildet als Bild, sonst hätte ich jetzt das Video löschen dürfen. Genau. Und deshalb müssen die Zeitungen dementsprechend die Texte, wenn da ein Online-Bild dabei ist, müssen es wegmachen. Wie zum Beispiel, ja, gibt es einige Zeitungen. Und ja, am 26.07. wurde ein Toter in einem dicht bewachsenen Waldstück nahe Todtmoos an der Grenze zum Landkreis Lörrach aufgefunden. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich dabei um den Verstorbenen, bei dem Verstorbenen um den Vermissten. Eine Fremdeinwirkung kann ausgeschlossen werden und es wird auch von einer längerer zurückliegenden Todeszeit ausgegangen. Jo. Und hier steht es extra, die Medien werden eben gebeten, das Lichtbild runterzunehmen. Genau. Und jo, so ist es. So ist es. Also, eine Gedächtnisminute an den jungen Wanderer. Nach so langer Zeit ist es natürlich immer schwierig, dann doch, dass doch noch ein Hoffnungsschimmer ist, dass man findet. Und aktuell suche sie ja jemand im Landkreis Lörrach. Ich habe das bereits schon gepostet und jo. Es ist Wahnsinn. Mich hat ein persönlicher Kontakt kontaktiert. Also der Sohn von demjenigen, der da gesucht wird, hat mich angeschrieben, ob ich denn nicht das posten könnte. Dann sage ich, ja, das ist schon lang passiert. Das passiert in dem Moment, wo es rausgeht, diese Öffentlichkeitsfahndung, aber nur mit einem Link. Und da müssen die Leute halt dann draufgehen. Die Links, die werden dann deaktiviert mit der Zeit. So, wenn jemand noch hier drauf. Florian Bieler, guten Abend. Du machst immer so wahnsinns spannende Kommentare. Vor allem aufschlussreiche, richtig, richtig super Kommentare, wo man noch dazulernen kann. Also ich wusste zwar von diesem Schlauchwaage, wie der heißt. Das habe ich dann ja schon gelesen gehabt. Und aber viele wissen es nicht. Du hast es super erklärt in deinem Kommentar. Gratulation, hast du mir ein bisschen Arbeit abgenommen. Und wer wusste nicht mehr, was er sagen soll? The Firefapt, bin in einer Stunde wieder da. Wenn ihr noch da seid, bis dann. Okay, jo, sicherlich. Stunde, das können wir gut hinkriegen, also um 10. Dann haben wir hier Kevin Schlachter, Race 344. Dann haben wir hier Alex Stars 94, du hast mich abonniert. Vielen Dank und Glocke an. Und dann haben Daumen nicht vergessen. Ja, alle sagen es immer. Und immer Däumchen geben, wichtig. Und immer kommentieren. Ihr könnt auch natürlich rückwirkend in den Stream nochmal reingehen, wenn das Ding aus ist. Morgen zum Beispiel. Und kurz nochmal irgendwie ein Feedback geben. Hey, das war wieder eine coole Runde hier. Ich habe endlich mal wieder einen hier im Stream, im Chat drin gesehen. Den ich schon lange nicht mehr sonst irgendwie persönlich gesehen habe. Ja. Das Internet ist vielfältig. Und dann haben wir hier Kätzbeläst, Sabrina, sie macht Katze-Videos. Und gut, ja, Stefanie Rüsch ist auch da. Achtbahn 95. Was, wann kommt das Video über mich? Ja, da müsste ich erstmal drehen gehen. Da muss ich ja erstmal drehen gehen oder du schickst mir dein Material mal über WeTransfer drüber, dann kann ich einen journalistischen Bericht drüber machen, Achtbahn 95. Genau, das hast du wahrscheinlich falsch verstanden. Und du bist ein bisschen arg weit weg.
Und ich würde sagen, du schickst mir mal eine E-Mail, ja? Schick mir eine E-Mail. Es ist in jedem Video von mir eine E-Mail-Adresse drin. Nimmst du mit mir Kontakt auf und dann können wir das mal besprechen, wie wir es machen. Und dann kann man da ein Video machen. Genau. Das gibt dir ein bisschen Support für deinen Kanal, weil du bist ja auch schon im SWR komme, von da gesehen. Du hast ein super Hobby mit deinen Achterbahnen. Genau. So ist das. Und dann haben wir hier, jetzt muss ich mal gucken, ob das Stream eigentlich einigermaßen gut läuft. Ja, ich denke schon, der ist schon einigermaßen in Ordnung. Nicht verruckelt. Dann haben wir Elias. Oh, wo kann man dich treffen? Ja, das war gestern. Da komme ich ja gleich dazu. Das war ein. Also wir sind die komplette Mannschaft haben wir dann mitgenommen. Also ich habe sie mitgenommen. Wir sind da hier mit mehreren Autos gefahren. Ne? War eine nette Runde. Und wir waren auf Action-Tour. Ich habe endlich mal einen Kameramann gehabt. Musste nicht immer selber die Kamera heben. Und ja klar, Kevin, ich weiß, wer du bist. Wir haben über Instagram Kontakt vorhin gehabt. Claro. Dann haben wir Gabriele Granada. Schade, dass die Schweizer TV-Sender weggenommen wurden. So ein Käse. Fehlt nur noch eine Mauer. Man kann das Schweizer Fernsehen trotzdem angucken, übers Internet. Das funktioniert. Also Tele-Mainz geht übers Internet genauso. Jo, dann gehen wir hier mal weiter. 2 Kilometer. Ah, der Butcher. 2 Kilometer von dir wurde er gefunden. Okay. Ja, weißt du auch die Stelle oder wie? Hast du das gesehen? Mein Kanal ist voll krass. Warum ist der voll krass, Elias? Elias. Ich denke mal, du hast ihn abonniert, oder? In Lörrach wird ein Mann vermisst. Ja, das habe ich ja gerade vorhin schon gesagt. Die Latent. Ja, nee, 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 nee. Die Latent ist nicht krass hinterher. Ich bin nur mit dem Chat ein wenig hinterher. Und nicht nur Katzenvideos gibt es da, genau. Firefab ist wieder da. Sehr gut. Stefanie Senekamp. Huhu, servus. Viele Grüße. Da in Landkreis Lörrach. Reisen, Zoos, Vlogs, Natur. ASMR übrigens. Die Leute, die gern mal relaxen wollen, die müssen unbedingt auf Cats Belest, ihren Zweitkanal, gehen. Sie macht ASMR-Videos. Machten übrigens auch Frank Bauermann. Jo. Und ich demnächst auch. Ich habe ein 4-Minuten-Video aufgenommen vom Gewitter. Ja, nur das Gewitter. Das ist dunkel, ab und zu kommt eine Wetterleuchte, aber es prasselt der Regen auf den Tisch und manchmal auf den Swimmingpool draußen. Und jo. Genau. Was? Achtbahn hat mich abonniert. Zweimal. Wie geht denn das? Ah, einmal wahrscheinlich ist wieder rausgeflutscht und dann wieder rein, aber er hat mich schon mal abonniert. Wahrscheinlich der andere Kanal, der Umi. Brigitte Beudemüller, guten Abend. Im RTL bist du auch gekommen. Ja, also ich habe im April habe ich ein Video gedreht, das kam auch im RTL. Das war ein Unfall, da ist einer in den McDonald's inne gerauscht. Ja, genau, da gibt es zwei Versionen, einmal diese freigesprochene Variante und dann nochmal ein Update. Und ist in Ordnung, Sabine. Bis na, hallo erstmal und bis später. Rita Bo ist auch wieder hier. Und so ist es. Ja, ich weiß, wer du bist, Kevin. Klar. Hast du vorhin schon mal gefragt. Cool, Gewitter liebe ich. Ah, aha. Der Manuel ist auch da. Servus. Servus, servus, warst du wieder am Geschichte schreiben im Internet? Ja. Und das ist echt lustig, also für alle, die es gern verfolgen wollen.
Es ist einfach sensationell, was so im Internet rumgespenstert, weil es gibt dann natürlich viele, die haben Neid, ja, die, keine Ahnung, ich meine, es ist ja nicht, so viel mache ich ja auch nicht, ich mache einfach ein paar Videofilme, ein paar Nachrichtenvideos, kann ja eigentlich jeder machen. Oder machen Livestream, du, weiß auch nicht, ja. Kann jeder mal probieren, ist jedem überlasse und ich habe mir dann halt gesagt, ab Oktober, okay, ich bin jetzt bei der Videoagentur freiberuflich tätig und dementsprechend, jo, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und da bin ich einmal dorthin gefahren, was soll ich sagen? Schees. Schees? Es ist Schee, oder was? Kein Plan. Was soll das heißen? Schee ist es. Und ja, jedenfalls ist es so. Ah, Alessandro Licata. Servus. Du bist sicherlich auch schon länger auf meinem Kanal Abonnent, oder? Sicherlich. Dann kannst du ja das Rauschen vom Wasser, wo der Biber war, noch in dein Video bringen. ASMR. Ja. Wollt ihr mal sehen? Also hier übrigens im Hintergrund. Es hat ja richtig, es hat gehagelt. Es sind Bäume umgefallen. Ja. Im Südkurier wird es berichtet. Richtig wahnsinnig im Steinatal hinter. Und Auflauf. Ab und zu esse ich Nudelauflauf oder Kartoffelgratin. Ja, also so ein Auflauf ist manchmal schon gut. Kommt drauf an, was für einer. Ich bin da neutral. Ich bin Journalist. Ich bin da ganz neutral. Und ich nütze natürlich die Videos, die ich schon habe. Deshalb bin ich ja froh, dass ich zwei Livestreams gemacht habe bei Friday for Future. Ich wollte, okay, wie lange ist das schon her, Alessandro Licata? Ich wollte nämlich sogar Live-Berichte in Freiburg, die Friday for Future Demo, bei 7000 Leuten. Das gibt natürlich hier kleinen Aufschwung. Ich habe nämlich beim letzten Mal gleich 35 Neuabonnenten gekriegt über die Sacking of Friday for Future Demo. Und genauso war es auch bei der Burefasnacht Weil am Rhein, wo ich live übertragen habe. Die meisten, die diese Großveranstaltungen, die live über den Äther gehen, da kriegt man richtig natürlich Zuschaltquote und natürlich auch Abonnente ohne Ende. 2 bis 3 Monate. Dann kennst du sicherlich das Video noch nicht mit diesem McDonald's-Unfall. Und der ZDF-Fernsehgarten wurde unterbrochen wegen Gewitter. Ja, die haben ja da große Empfangssendeschüssel, da muss man natürlich schon aufpassen. Und wir haben es im Fernsehen gesehen. Und nur ab und zu guckst halt mal, was die Konkurrenz so treibt auf dem Äther. Wobei Äther ist ja nicht mehr. Das ist ja alles digital. Aber mittlerweile, ich kann auch unbegrenzt senden. Ich habe überlegt, gehst heute mal woanders hin. Ich mache da mal einen Livestream, so eine Talkrunde live mal in freier Natur an meinem Lieblingsplatz. Da gibt es am Murgtalpfad so eine schöne, schöne Plattform mit Tisch. Und die Leute, die aus der Umgebung sind, die können dann gern mal dazu stoßen zu diesem Livestream, die es nicht weit haben. Und da kann man dann sicherlich mal einen Livestream von vor Ort machen. Ja, guck mal nach und nach. Du hast das ganze Jahr Zeit. Das sind jetzt insgesamt über 500 Videos mit Livestream online. Und also Videos sind sehr zu empfehlen. Pilzvideo. Ich habe natürlich hervorragende Pilzvideos gedreht. Eine Pilzreportage in Dänemark. 45 Minuten lang. Das wär's doch. Schwarzwald TV Fernsehgarten. Und dann wird hier der Champagner aufgefahren.
Mal gucke. Ich bräuchte da nur jemanden, der Musik macht. Ja? Ich könnte mal Trompete mitnehmen. Das wäre mal wieder was anderes. Und Fernsehkarten bei Schwarzwald TV. Ja, und dann die zweite Kamera. Da könnt dann, ja, vielleicht kommt dann nämlich zweites Smartphone und dann schalte ich das auf dem UMI-Kanal an. Das ist dann die andere Position. Da braucht ihr Zuschauer nur zwei Smartphones. Dann nehmen wir da am besten das von Mami und Papi noch. Und dann könnt ihr beide Kanäle einschalten, mein UMI-Kanal und Schwarzwald TV. Und dann habt ihr zwei verschiedene Perspektiven, könnt 2D gucken. Und was, wenn du mal irgendwo hingestellt an einen Dreh wirst, du nach Autogramm gefragt und wenn du in ein Wirtshaus gehst, bekommst du da manchmal was umsonst, da du ja ein sehr bekannter Journalist bist. Umsonst? Umsonst ist der Tod und der kostet Leben. Also bisher. Ah, was umsonst ich bekommen habe. Hoho. Wobei ich habe ja gebettelt hier. Und die Familie Beutemüller hat mir ja gespendet. Die hat mir ja gesponsert. Und zwar, sie hat mir was gesponsert. Ein Haufen Geld. Zum das Ding da. Ah, Gabriele Granata, kannst du jodeln? Ne? Das wäre ja cool. Und jetzt passt mal auf hier. Das ist Alois, das Schaf. Und zwar, ich habe das Ding, das war richtig teuer eigentlich, ja. 39 Euro. So, genau. Das ist hier der Alois. Und zwar vom Schafladen. Ein cooles Ding einfach. Da muss ich jetzt hier Werbung einblenden. Das ist der Alois. Vom Alois. Aus der Hauptstraße in Todtmoos. Der hat eine schöne Schaflade. Ne? Und ich bin hingegangen zu ihm, habe gesagt, du hör mal. Ich habe Fans, die haben mir was gesponsert. Die haben mir 20 Euro gesponsert insgesamt. Und das Ding kostet doppelt so viel. Sag, ich zahle dort einen 20er und ich nehme es mit. Ansonsten lassen wir es sein. Und jo, der Alois braucht einen Garten. Der Alois-Garten. Der Alois-Garten. Ja. Und genau, jedenfalls möchte auch wissen, ob der Biber. Ja, klar. Das Beste gibt es immer zum Schluss. Also wie gesagt, der Alois hat mir das Schaf dann geschenkt. Der hat mir das Schaf da geschenkt. Und ja. Und dafür habe ich gestern eine Runde Getränke spendiert bei meinem Fantreffen. Dann war das Geld auch aufgegessen. Also, vielen Dank an die Familie Beutemüller. Und jo, falls sonst der ein oder andere irgendwas zu viel übrig hat, viele sind ja Schüler, ne, aber die, wo viel schaffe, die, wo mehr schaffe wie ich, da können wir ruhig was Gutes tun in der Videobeschreibung. Überall hat es ein Spenderkonto drin. PayPal, einfach was innen schmeiße. Wer übrigens Interesse hat an so schöne Schwarzwald TV T-Shirts in Schwarz mit grüner Schrift oder in Grün mit roter Schrift, kann die natürlich schriftlich per Mail bestellen, kostet 25 Euro inklusive Versand. Und ganz neu, ich habe ja jetzt Visitenkarte gekriegt. Ja? Visitenkarten. Ich habe bekommen, was haben wir noch? Visitenkarte, Flyer. Ja, ich mache ja nicht nur hier YouTube-Zeugs, sondern professionelle Imagefilme, Konzerte, Theateraufnahmen und. Hier. Das ist. Ja, man sieht es jetzt. Also hier ist grün, ja, das man sieht, das ist halt Greenscreen. Das ist der Schwarzwald TV-Aufkleber, genauso wie hier. Nur dass jetzt zusätzlich Instagram und das Twitter-Vögelin nur da vermerkt ist. Und hier unten der Kooperationspartner Eckert Werbung in Murg. Genau.
Die Aufkleber allerdings, die kann man käuflich erwerben für 3 Euro inklusive kostenfreier Versand. Das müsste in einen Briefumschlag müsste das Ding reinpassen. Ja, genau. Also 3 Euro kostet die, weil die sind recht teuer. Und alles andere gibt es eigentlich gratis. Ich habe Autogrammkarte, 2.500 Stück. Jo. Also, es kann losgehen. Mir tut der Arm schon weh vom Unterschreiben. Und die sind schön groß. Die sind 21 auf 8,5 Zentimeter. Also, so wie die A4-Seite. Ja? So wie die A4-Seite breit ist. Oder die A5-Seite hoch. Genau. Und die sind wirklich qualitativ sehr hochwertig. Genau. So, dann gucken wir mal weiter, was es noch was gibt. Also, was heißt gratis? Ich bezahle mein Zeug alles selber. Ich gehe selten in Gaststätte rein. Manchmal gehe ich sogar in Gaststätte rein bei Leuten, die mich nicht gern haben. Dazu einfach mal die Kommentare lese, die Bewertung auf Facebook. Es sind ein paar Leute, die SchwarzwaldTV nicht so gut finde. Man kann ja keinen zwingen, alles gut zu finden. Und deshalb, jeder, der Facebook benutzt, freue ich mich natürlich auf eine schöne Bewertung auch mal zwischendurch auf Facebook. Das geht oftmals vergessen. Einfach. Genau. So. Und die, wo was Schlechtes schreibt und ihr meint, die habt Unrecht, dann könnt ihr denn ruhig mal das Kommentar hinterlassen. Dann haben wir hier, also mir das mit Musik jodeln, da können wir drüber schwätzen, das wäre vielleicht cool. Hola diadio. Dann haben wir hier den Biber. Wir haben den Biber gefunden. Ich blende jetzt mal den Biber ein. Hä? Ich blende mal den Biber ein. So. Achtung, Klappe die erste. Das ist der Biber. Und das sollte eigentlich ein. Ja, jetzt ist er da. Der Biber und das Wasser rauscht. Genau. Das ist mein Biber. Ist doch schön, oder? Der ist doch klasse. Und was haben wir hier noch? Also es ist so, der Biber, es waren jetzt sogar zwei. Das sind zwei Biber. Und ich habe einen kleinen Pressetext geschrieben. Es gibt ja sogar manche. Als Aufkleber muss man zusenden. Kostet zusenden, paar kostet senden. Okay. Ja, können wir dann machen mal. Und zwei Aufkleber. Ja. Mehr sind ja in WhatsApp-Kontakt und genau. Und Aufkleber, bitte gerne Aufkleber. Ja, wir sehen uns ja. Ich bin ja immer mal wieder so unterwegs. Und ein neuer Zuschauer, der Wolfgang. Servus, mein lieber Biber. Es gibt sogar einen Baumarkt. Ein Baumarkt, der Obi hat ja einen Biber, glaube ich, als Symbol. Und jetzt habe ich genug Werbung gemacht, das kann ich hier wieder Werbung ausschalten. So. Jodeln wir zusammen. Erst ein paar Gläschen Wein, badischen Wein. Ja, warum nicht? Wenn das Wetter immer wärmer wird. Also, das machen wir aber dann, solange es warm wird. Warm ist. Gabriele Granata, du bist aus der Gegend, oder? Bist du aus Säckingen und in einer spektakulären Rettungsaktion wurde Justin der Biber erfolgreich gerettet. Ich lese euch jetzt mal meinen Text vor, den ich geschrieben habe. Also, eine Zeitung habe ich keine gefunden. Und spätburgundisch. Ja. So. Also Zeitung habe ich keine gefunden. Liegt bei der Agentur. Und jo. Du magst Biber. Ja, servus, Carpe diem.
Eben, über ihn habe ich vorhin gelästert, über den Carpe Diem. Der hat schon lange nicht mehr reingeschaut. Nein, Carpe Diem ist ein hervorragender Radiosprecher. Der hat bei mir schon einige Videos besprochen. Und die Leute, die jetzt gerade aktuell dabei sind, ja, auch die neue, die tun auf jeden Fall den Stream jetzt mal liken. Und dann schreibt ihr mir hier in die Kommentare rein, welches Video Carpe Diem, also es sind drei Stück, welche drei Videos Carpe Diem besprochen hat. Kleiner Tipp, es liegt schon ein bisschen zurück. So Spektrum, Größeordnung, sagen wir mal September bis Januar. September 2018 bis Januar. So in dem Spektrum hat er super Videos und ein Video davon, das ist voll durch die Decke gegangen. Ich weiß es, ich weiß es. Du bist ruhig. Und Sir Evans, guten Abend. Es geht um ein Quiz. Genau. Damals war es noch im Stimmbruch. Ich könnte ja mal so ein Einspieler machen. So ein Einspieler machen. Ne, dann ist ja kein Quiz mehr. Und jo, also das müsst ihr unbedingt rausfinden. Carpe Diem als Nachrichtensprecher bei Schwarzwald TV. Genau, Justin der Bieber. Jetzt kommen wir mal zum Bieber zurück. Gestern war ich ja live auf Sendung. Und zwar war ich gestern mit meiner Fanbrigade von 460 Leuten mit einem großen Charterbus. Das waren 10 Busse insgesamt. Naja, war ich Schmöcker hier. Wir waren insgesamt 5 Leute und 2 Autos. CO2-Ausstoß. Man kommt nicht überall im Schwarzwald ohne Auto hin. Genau. Ich frage mich nur, wie viel CO2-Ausstoß durch diesen Waldbrand bei Murg in die Luft ging. Bestimmt nicht wenig. Und ja, ich habe sogar gelesen, dass einige Jugendliche doch in die Ferien fliegen. Also wenn das wirklich so ist, dann ist das ein bisschen schade. Ne? Das ist dann ein bisschen schade. Weil, ja, so, also, jetzt zeige ich euch meine Bildergeschichte. Also, wie gesagt, drei, ganz kurz, von September bis Januar gibt es drei Nachrichtenvideos, die Carpe Diem besprochen hat. Und welche drei, ein bestimmten Titel, in die Videobeschreibung von diesem Stream. Also, deshalb den schon mal hier notieren. Das ist der Live News vom 29. Juli. Und genau, ich bin mal gespannt, wer es rausfindet. Also der Michael Gassmann, der dürfte ganz flott sein, weil er guckt, glaube ich, 5 Videos am Tag an. Dann müsste er so nach circa 100 Tagen das komplette Repertoire von Schwarzwald TV durch haben. Genau. Er ist auch einer, der sofort das Ding. Er ist immer einer von den ersten Klicks, egal zu welcher Tageszeit es rauskommt. Ja, das ist. Oha, oha, ja. Also, jetzt zeige ich euch eine Bildergeschichte von Justin dem Bieber. Dazu gehe ich mal kurz zurück zu meinem Gockelhahn. Da muss ich ja, jetzt gehe ich aber kurz hier raus. Es hat richtig gehagelt und es war Hochwasser. Also ich mache so einen Hochwasserfilm vielleicht noch. Hab ja Bild, also mit Bilder,
so mit Bildeindrücken und ein bisschen Musik. Es gibt da noch ein Video von der Mondfinsternis. Und ja, dauert einfach noch ein bisschen. Und diese Woche geht dann noch online ein Video von die Guggenwamps. Die haben es extra jetzt angefragt. Das muss ich jetzt da mal machen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze so war. Oh, da ist irgendwas auf dem Kopf. So. Jetzt ist er richtig rum. Hier. Das ist der Bieber. Justin the Bieber. Ein Action Day mit Peter on Tour. Reicht nicht. Peter bin momentan mit 10 oder 12 pro Tag. Boah. Wahnsinn. Was gibt es denn zu gewinnen, wenn jemand es rausfindet? Und wo geht die Lösung hin? Als Gewinn, gibt es eine persönlich unterschriebene Autogrammkarte. Und dann sponsere ich noch so einen teuren Aufkleber dazu. Ich habe aktuell nur 50 Stück. Genau. Also wie gesagt, die sind normalerweise kosten die 3 Euro, diese Aufkleber. Und ich habe dann gedacht, er gibt dem ja auch noch gratis da noch 2.500 Stück wollen. Dann hat er mir mal gesagt, was 500 und was 1.000 kosten. Dann habe ich es aber gleich mal gelassen. Jo. Aber er unterstützt mich ja voll, voll cool. Wie gesagt, 2.500 Autogrammkarten, 2.500 Flyers. Da steht drauf, was ich sonst noch alles mache. Und 500 Visitenkarte in grün vor der Rückseite. Hey, die sind so genial. Ist echt cool. Silke 702. Huhu. Schönen guten Abend. Neu hier, oder? Ich lese dich hier, glaube ich, zum ersten Mal. Und in dem Kommentar habe ich dich auch noch nicht gesehen. Das geht euch nix an. Moin, Servus. Genau, sag ich auch immer. Der Biber auf dem Foto säuft doch gerade ab. Das täuscht nicht. Chris MK3, ja Servus. Auch etwa jemand Neues da. Das ist ja klasse, dass ihr alle jetzt auch mal drauf kommt. Das ist ja wunderbar. Wunderbar. Und zwar, es geht gerade aktuell um den Bieber. Justin the Bieber, den habe ich besucht. Ich soll Bescheid sagen, wenn die Autogrammkarten angekommen sind. Ich kann dir gern wieder dabei helfen, 1.000 Stück zu unterschreiben. Und ich, wie das letzte Mal. Also die Autogrammkarten sind alle da. Ich muss echt ein riesen, 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 riesen Lob an die Druckerei Eckert Werbung, an die Werbeagentur Eckert Werbung mache, die mir das Ganze gesponsert hat. Deshalb kommt die dann auch in sämtlichen Videos, wird sie eingeblendet. So wie auch die Volksbank ab und zu meine Videos sponsert. Und jo, genau, so ist das. So, dann haben wir hier das auch. Jetzt kommen wir mal weiter mit der Geschichte, ja? Überschrift. Aufwendige Biberrettung. Das war echt aufwendig. Das war wahnsinnig aufwendig. Und zwar, weil zwei Biber sich in einem Tosbecken verfangen hatten, wurde eine aufwendige Tierrettung in die Wege geleitet. Genau, das ist ein Tosbecken, was ihr da seht. Und bin der, wo den Kommentar mit Jugendfeuerwerk geschrieben hat, Melalbruck. Ja, ich habe schon gesehen.
Genau, und ich bin der zurückgeantwortet hat, dass ich ungefähr vor einem Jahr, das war am 26. Juli, bei einer Suchaktion nach einem abgestürzten Radfahrer nachts von 12 Uhr nachts bis um 4 Uhr unterwegs war. In der Alpschlucht. Und da frage ich auch jetzt euch. Ich habe das auf Facebook privat mal gestellt. Ich habe das Videomaterial noch gar nicht bearbeitet. Da ist ja ein Interview vom Kommandanten von der Feuerwehr Albruck auch mit dabei. Und wenn ihr wollt, dass ich das Video, trotz dass das ein Jahr her ist, noch bearbeite und aufführe, dann schreibt mir hier, ja, ich will. Genau. Und dann mache ich das auch demnächst dann für euch. Das war nämlich mit. Die Drohne waren da unterwegs, Helikopter mit Wärmebildkameras gesucht und und. Also war echt Wahnsinn. Was schreibt er nochmal? Versuch mal eine Kooperation mit dem Biber zu starten. Davon könntet ihr beide profitieren. Das war raus. Er kommt raus und ich habe irgendwie, ja, genau. Vielleicht einmal, aber werde mein Bestes geben. Ich werde, wie war der Zeitraum nochmal? Ja, der Zeitraum. Ich guck mal. So. Und dann, ich habe ja ein separates PayPal-Konto noch erstellt zur Abrechnung. Nicht jeder hat PayPal. Und von da gesehen, jetzt gucke ich, ach so, ihr habt übrigens gefragt wegen der Rebecca. Es wurden 995, haben sich bereit erklärt, sich testen zu lassen, ja. Stäbchen rein, Mund auf Stäbchen rein und Spender sein. Genau. So ist es. Und so, jetzt gucke ich gerade mal nach diesem Teil da. Und zwar muss ich ein Aber kann helfen. Biber, bitte Peter. Was? Aber? Ich sag nicht mehr, ja, ich will. Sowas endet oft vor Gericht und dann wird es teuer hinterher. Ein Aber kann helfen. Bis Januar, genau, bis Anfang Januar. So, ich gehe jetzt mal geschwind hier aus dem Stream, muss nur, lasse mal schön Likes da, also da muss noch was gehen. Sind schon gar schon welche runter. Also die Leute, die da sich verklicken nach unten, das macht gar nichts, weil YouTube, für die ist das Wurscht. Die tun da sogar noch was Gutes dafür, weil YouTube sagt immer, ob Daumen hoch oder runter, das ist eine Interaktion. Das erfolgreichste Video von Däumchen, das ist Schneechaos im Schwarzwald. Das hat, glaube ich, 160 hoch und 150 runter. Dann sagt YouTube, hey, cool, der hat hier 320, 330 Daumen. Genau. Ich gehe auf die Suche. Michael, ich gehe auf die Suche. Und so. Viel Glück, Michael. Ja, also das ist ja einfach einfach. Gib mal ein Schwarzwald TV Carpe Diem. Vielleicht funktioniert das ja. Und hat mit dir da eine Konversations gehabt, oder? Was für eine Konversation. Also, jetzt gehen wir weiter mit dem Thema Bieber hier. Justin Bieber. Was ist das hier für ein Link? Manuel, wenn du mir einen Link schickst, du musst länger drauf bleiben, bis das Bild aufmacht, weil jetzt habe ich hier nur einen Link und ich will da jetzt nicht einfach draufklicken. Also wichtig ist, wenn du mir da einen Link schickst, dann ich weiß nicht, was das ist.
Einfach ein bisschen länger drauf. Ja. Ah nee, Kevin Schlachter bleibt noch wach. Noch ein bisschen wach bleiben. Jetzt kommt hier das nächste Bild von meiner Geschichte. Und zwar, der Biber, der hat versucht rauszugehen. Ja? Es ist flussabwärts. Also hier ist so ein Kanal. Von diesem Schacht geht ein Kanal Richtung Schluchsee. Und die Biber, wenn die da drin hängen, die ja trinken. Wir bleiben in Kontakt, ja klar. Du hast mir hier ja geschrieben, da. Ah, okay. Was ist denn das? April, April. Aha. Echt? Das ist ja eigentlich kein Video. Das ist ja kein Video. Aber da ist ja auch drin. Es geht um Nachrichtenvideos. Es geht um drei Videos. Es geht um drei Nachrichtenvideos, die auf YouTube drauf sind, nicht um irgendwelche Livestreams. Kabe. Ich muss dir mal das zuschicken, was das, was der Manuel da gemeint hat, aber das ist ja eigentlich nicht. So, kommt hier eine Meldung. Oh Gottes Wille. Oh, da macht einer insolvent. Autozulieferer Eisenmann meldet insolvent an. Das ist ja heftig. Das ist ja heftig. Also wenn das interessiert, das mache ich dann nachher grad. Aber genau, dann erzähle ich euch da noch ein bisschen drüber. Aber jetzt kommt erstmal wieder die Werbung. Also nicht für euch. Genau, so. Die Werbung ist natürlich nur für die Leute, die den Stream im Nachhinein anschauen. Da kommt dann immer ein bisschen Werbung. Muss ein bisschen was verdienen zwischendurch. Hier, Bieber, Justin Bieber, geht's weiter. Ah, der Frank Bauermann, jetzt ist er da. Wir haben vorhin hochgradnätig mäßig über dich gelästert. Also, nee, ich habe ein bisschen Werbung betrieben. Und, was? Der Biber? Wer geht? Oh, Gabriele Granata, du musst Matratzenleuchtdienst. Also, ich freue mich, wenn du für mich jodelst und ich die Trompete spiele. Das wird ja mal cool. Und dann einfach vielleicht mal Kontakt aufnehme mit mir, so außerhalb von YouTube. Ich habe ja eine Mailadresse. Und dann gucken wir mal, wie wir das reinmachen können, so. Schwarzwald TV Garten. Vielleicht kriege ich ja noch irgendeine Trachterkapelle aufgeboten, die spielen kann. Oh, vielleicht. Das wäre ja natürlich cool. Jo, warum nicht? Das wäre cool. Studiogäste einlade. So ein Bieber vielleicht. Justin the Bieber. Genau. Das könnte man mal echt machen. Ein Fernsehgarten bei Schwarzwald TV, aber mit nur einer Kamera. Warum auch nicht? Andere machen das auch. Hier übrigens, das sind Bissstelle und auch Kratzspure an diesem Teil, dass der Biber will da natürlich raus. Bist immer 5 mm vorgehüpft. Um dich jetzt hier live einzuholen. Echt? Ja, Wahnsinn. Jetzt bist du direkt parallel mit mir. Das erste hast du. Das erste hast du? Okay. Das erste hat der Michael Gassmann gefunden. Der schickt mir bestimmt die Auflösung gleich per WhatsApp. Und,
Genau. Ich bin live. Manche fragen, was geht ab? Ich bin live. Genau, immer noch. So, dann haben wir hier übrigens das nächste Bild. Und zwar Frau Settele, die Biber-Managerin. Sie lockt mit dem Apfel dementsprechend den Biber an. Und zwar Flashmob mit Peter in Lörrach bei Stimmen. Das wär's ja noch, genau. So. Dann haben wir hier Mario L. Hallo. Guten Abend. Ob das schon Thema war? Ja, das war schon Thema. Ich bin gerade beim Biber. Aber bleib einfach mal dran. Genau. Ich habe das vorhin schon vorgelesen. Und zwar der Wanderer. Bei Minute 18:45 ist der Wanderer dran. Und man hat ihn gefunden, genau. Leider nicht mehr lebend. Am 26. Was mal cool wäre, wenn du Videos über mehrere Jugendfeuerwehr machst. Ja, das ist immer so eine Sache. Jugendfeuerwehr sind Jugendliche, sind unter 18. Und da brauche ich das Einverständnis der Eltern, also der Erziehungsberechtigten, und zwar von beiden, schriftlich und auch von demjenigen, der da mitmacht, dass er das möchte. Genau. So ist es. Bitte schön, Mario. Und im Moment wird jemand in Lörrach gesucht. Übrigens auf Instagram und Facebook gibt es auch die Nachrichten. Ich habe jetzt heute auf Instagram nochmal so ein Schraub-Schraub, so ein Helikopter da hochgeladen. So eine kleine Videosequenz und habe dann einfach den Text dann drunter geschrieben, das Update. Bei meinem Video. Klar mache ich nur ein Video zur Rettung. Ich bin noch gerade an einem schlimmen Unfall dran von Löffingen. Das war am 24. ist schon eine Weile her, aber ich bin vorher nicht dazugekommen, weil da hat es ja gebrannt. Und das muss natürlich schnell on air. Dann war die Biber-Aktion gestern und dann habe ich heute ein bisschen angefangen zu schnibbeln, aber da muss man sehr viel pixeln, weil da laufen zu viele Beteiligte rum und die Polizisten wollen da auch nicht immer gesehen werden. Genau. Also hier beim Biber, hier ist übrigens, es war eine aufwendige Biberrettung. Ja. Eine aufwendige Biberrettung ereignete sich am Sonntagnachmittag, nachdem eine Wanderin bereits am Morgen zwei zu ertrinken drohende Biber am Auslauf des Windquellweihers entdeckt und gemeldet hatte. Wurde Bettina Settele, Biber-Managerin des Regierungsbezirks Freiburg, zum Einsatz gerufen. Zusammen mit dem ehrenamtlichen Helfer Christian Wäschle, das ist der Herr links im Bild, versuchte die Fachfrau für Biberfragen, den Biber mittels einer Biberfalle und Äpfel gegen 13:30 Uhr aus dem Wasser zu locken. Helicobacter. So, dann was schreibst du da nochmal? Als das mussten wir am Anfang mal abgeben. Ich glaube, dass auch dafür geltet. Ha! Darauf wollte ich nämlich raus. Das hat mir nämlich neulich schon mal einer gesagt, dass jeder der Feuerwehrmänner unterschreiben muss, dass wenn die Presse da ist, dass sie damit einverstanden sind, abgelichtet zu werden oder gefilmt. Und das Thema hatte ich schon, ich sage jetzt keinen Namen, das Thema hatte ich schon in der Vergangenheit, dass mir das zweimal verwehrt wurde, zu filmen an einem Einsatzort. Ja, mehr sage ich dazu nicht, aber hier. Ein Feuerwehrangehöriger sagt es hier, dass die Leute unterschreiben müsse, wenn sie eintreten in die Feuerwehr. Und genau das
haben mir andere Feuerwehrangehörige auch schon gesagt. Wenn natürlich ein Einzelner nicht irgendwie ins Internet will, hat er immer noch die Möglichkeit, zum Journalisten zu kommen und sagen, du, kannst du mich bitte pixeln? Ne? Wenn ich das natürlich vorher weiß, aber es ist nicht, man muss jetzt mal Worst Case zunehmen. Ne? Jeder ist natürlich da hier involviert und ist am Schaffen. Und ich stehe den Rettungseinsatzkräfte sowieso nicht im Weg. Ich bin da immer, ich stelle mich nämlich immer vor, bei den Kommandanten, bei den Einsatzleitern, manchmal ist die Polizei die Einsatzleitung, manchmal die Feuerwehr und sage, wo darf ich hin, was darf ich tun? Und dann sage die mir, was ich machen darf. Und sowas, das ist für die, okay, gut zu wissen. Für die Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr, nicht für die Presse. So. Aber grundsätzlich ist es ja so, jeder hat Persönlichkeitsrecht. Jeder kann kommen und sagen, mich bitte pixeln. Alles kein Thema. Und weil man sieht ja einen, da ist jemand, der filmt, aber man kann einem nicht das Zeitgeschehen, wie sagt man da, Zeitgeschehen, also ein Geschehen ist verbietet, da ja, zu dokumentieren. Weil wenn man jetzt vorstellt, irgendeine Straße wird gesperrt, ist dann 3 Stunden lang zu, wegen irgendwas, dann wollen die Leute natürlich wissen, was ist denn da los gewesen. Und von da gesehen. Jo. Aber German Friedrich, jetzt weiß ich da auch Bescheid. Dann ist es für die Öffentlichkeitsarbeit, für die Feuerwehr. Tipptopp. Super. Dann haben wir MMs. MMs. Wir hatten da erst letztens auch einen Biber da drin gesehen, der nicht mehr rauskam. Der lief dann aber Richtung Schluchsee. Ja, es wurde im Schluchsee tatsächlich heute ein toter Biber gefunden. Vermutlich ein Weibchen, es ist noch nicht bestätigt, aber ein ziemlich großer. Jo. Das ist natürlich erstmal ein bisschen tragisch, wenn so ein Tier verendet. Und ja, es gibt natürlich, es muss halt dann eine Situation geschaffen werden, dass solche Unfälle nicht passieren. Daniel, gute Nacht. Schlaf gut. Und Min dann mal weg. Okay. Mach's gut, das geht euch nichts an. Ein Jungtier. Okay. Ne, das war jetzt ein größeres. Vermutliche Dame. Also hier mit diesem Kaste. Das ist eine Biberfalle. Das hat man da hingestellt. Da wurde der Deckel aufgemacht. Und dann ist hier dieses Toastbecken. Das ist ja nochmal tiefer. Da ist das Ding drin. Ja. Und so war der Biber dann da gehockt. Justin, der Biber, der wollte einfach nicht da rein. Und das Problem ist ja, wenn der jetzt da entlang läuft, dann ist der nachher in diesem rutschigen Kanal drin, was ich vorher gezeigt habe. Da sind jetzt vielleicht einige neue Zuschauer drin. Der Kanal, das ist der hier. So geht's Richtung Schluchsee. Und genau. So geht es Richtung Schluchsee. Das ist dieser Kanal. Und dann war halt die Frage, was machen wir? Dann dementsprechend wurde die Feuerwehr alarmiert. Ja. Mal gucken hier. Hier ist doch das süße Tier. Habt ihr schon mal so einen Biber hautnah gesehen? Das ist doch süß, oder? Ist doch echt süß. Und dann haben wir hier den, wie soll ich sagen? Der ist goldig, gell, Silke? Der ist doch echt goldig.
Übrigens, in der Videobeschreibung ist der Livestream drin. Da habe ich schon mal so erste lebendige Videosequenzen von dem Goldicher, wie ich den ganz nah rangeholt habe. Weil ich muss das Video, bis das fertig ist, dauert noch ein bisschen. Jetzt bin ich noch an einem Unfallbericht dran. Und dann, der Biber, ich muss da noch ein Dings machen. Dieses Gucke-Video von der einen Gruppe, das habe ich versprochen, die Woche rauszubringen. Dann kommt noch das Video vom Eckbergbecken, die Reportage und. Also ihr seht, ich könnte jetzt eigentlich in 2 Wochen daheim bleiben und schaffe. Ich habe so viel Material, so viel. Und gar nicht mit großartig weglaufe. Ja. Sei denn, es passiert irgendwie was ganz, ganz Großes, wie so ein Waldbrand. Das war natürlich heftig. Und kam auch im Schweizer Fernsehen und in der Aargauer Zeitung und im Südkurier. Also die Nummer hat sich da schon rentiert. Ich hoffe, dass der Biber sich ein bisschen verkauft, die Geschichte. Hier ist jetzt das Wasser schon etwas höher. Ja, da ist das Wasser etwas höher. Denn, und hinten, also hier ist der Reche. Und ganz hinten, da ist der Biber an der Wand. Und jetzt passt euch mal auf, ich mache mal ein bisschen einen Zeitsprung zurück. Da kam nämlich, nee, noch nicht, mit Gummistiefel. Wenn man da mit Gummistiefel drin steht, das ist so gefährlich, das mit dem Kescher kriegt man den nicht raus. Mit dem Kescher, der ist zu schwer, um den Biber mit dem Kescher rauszuholen. Und hier, da sprudelt es richtig, das ist doch auch so eine süße. Ich habe so viele süße Aufnahmen, Videosequenzen. Ich mache da vielleicht nochmal außer dem nachrichtlichen Video über diese Biberrettung nochmal, sieht aus wie so ein Seelöwe oder wie eine Robbe und da gibt es vielleicht irgendwie nochmal Justin der Biber, irgendwie so ein separates Video nur mit Biber-Szene. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Dann kam die Feuerwehr. Lenzkirch, Abteilung Reitebuch. Sandro Harms. Ich bin doch kein Meister. Also bitte, jetzt werde ich gleich rot. Ich bin ganz normal. Ich schneide halt ein paar Videos. So, dann genau, Feuerwehr Lenzkirch, Abteilung Reitebuch. Ja. Ich hier g'si. Und die haben uns geholfen, ne? Weil das eben nicht so ging. Ich lese mal an meinem Text weiter vor, den ich selber geschrieben habe, weil es gibt manchmal so welche, die schreiben in die Kommentare einen Zeitungsbericht vorlesen, das kann ich auch. Ja, aber den muss man erstmal selber schreiben. Den muss man erstmal selber schreiben. Fabian Gilbrecht, ich bin gerade am Bericht über den Biber und ja, einfach dranbleiben und wenn du schon fragst, weiter geht's nach der Werbung. Genau, Werbung muss auch manchmal sein, also ich habe jetzt keine Werbung gesehen. Aber natürlich alle anderen, die danach einschalten, wenn das Video dann online steht, da kommt hier so eine Werbepause rein. Ja, wir sind hier jetzt da an diesem Biberfall. Die Feuerwehr ist jetzt alarmiert worden, genau, weil es ist einfach zu gefährlich. Mit Äpfel hat man versucht, den Biber in die Falle zu locken, das ging nicht. Und Frau Settele war bereits am Vormittag schon vor Ort an der Einsatzstelle, da ist sie hergeeilt. Da durch eine Leiter für den tiefen Abstieg ins Tosbecken benötigt wurde, musste sie diese erst organisieren. Also die ist dann wieder eine halbe Stunde zurückgefahren nach Hause. Da habe ich übrigens auch schon 3 Videos über Biber gedreht und noch gar nicht geschnitten. Also es gibt demnächst so viele Biber-Videos ohne Ende. Und die Frau Settele sucht natürlich auch Spenden, weil sie macht das Ganze auch zu Hause, macht es ehrenamtlich. Ja? Sie pflegt diese Biber, wenn sie verletzt sind und. Habe ich ja schon mal in einem früheren Livestream mal
Bild eingeblendet. Und ja, und jetzt ist halt so, also um den Biber mit einem Kescher aus dem Wasser zu holen, dazu ist der Biber zu groß, das Tier. Wegen des zuvor niedergegangenen starken Niederschlags und dem daraufhin angestiegenen Wasserpegel bildet sich eine starke Strömung am Auslauf des Windquellweihers und das macht die Rettung natürlich dann doch zu gefährlich. Und um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen, wenn ich dann gebeten wurde, weil ich war der Einzige mit dem Netz, ich habe dann die Polizei angerufen und dann dementsprechend halt gesagt, was Sache ist. Und haben die gesagt, ja, da muss die Feuerwehr kommen. Und dann wurde so gegen 15:30 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Kam die Feuerwehr Lenzkirch, Abteilung Reitenbuch, und zwar mit 2 Fahrzeugen und 8 Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, die knackte das Vorhängeschloss am Stauwehr. Im Video sieht man das dann, wie das richtig so knack aufgeknackt wird. Hier habe ich noch mal einen Blick zum Schluchsee hin, übers Geländer. Da ist der hinterste Schluchsee. Und am Schluchsee ist auch dementsprechend eine Kegelrobbe. Und ja, jetzt muss ich mal ein bisschen lesen hier. Hier hat es übrigens einen Biberbau dann dahinter irgendwo. Da war ich aber selber noch nicht. Und auf Instagram geaddet. Okay. Super. Super gsi. Auf Instagram gibt es dann natürlich diese Bieber-Szene mit diesem Text. Und die große Reportage, die kommt dann mit dem Interview. Also das wird richtig eine coole Geschichte. So einen Zeitungsartikel vorlesen kann ich auch. Ja, das wissen wir ja, Kabel. Mit dem Schreiben haut es aber nicht hin. Schreiben, man liest es. Mit dem Schreiben. Genau. Kein Plan, was die Mainz Cats. ihr seid lustig. Ich reinspringe wie Baywatch. Nein, 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 nein. Ich habe was viel Besseres vorgehabt. Habt ihr das Video gesehen von dem Waldbrand? Im Feuerwehr, mit dem Bürgermeister am Schluss. Da war ich ja noch, ich war ja noch da vor dem Freibad in Morg und hab darauf hingewiesen. Und die haben ja ein Jubiläum gehabt, 10-jähriges. Habt ihr das gesehen? Dieses Video. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn ich eine Badhose dabei gehabt hätte. Die haben nämlich einen Arschbombe-Wettbewerb gemacht. Und der Herr Bürgermeister hat tatsächlich zu mir gesagt, ich könnte auch mitmachen, der erste Preis. Und das ist wirklich ein sehr guter erster Preis für den Arschbombe-Wettbewerb. Das wäre das absolut geile Ende gewesen. Oder vielleicht am Anfang vom Film. Was Fehler ohne Ende. Mist, kursiv geht nicht. Ach so. Ja, ich springe da rein, nicht in den Rhein, weil das ist nicht gesund, sondern in das Naturbad. Ohne Chlor. Oh, so eine richtig, so ein Klatscher. Oder zum Schluss guckt ja quasi keiner. Und denke ich, hä, wieso springt denn der jetzt da beim Waldbrand vorher noch in das Schwimmbad rein? Man soll ja die beste Szene immer zum Anfang nehmen. Genau. Das heißt, man trickern. Guten Abend, be yourself. So, dann haben wir hier als nächstes im Gefilde. Jo, da hat man hier so ein Steg drüber gebaut. Da sollte der Biber über diesen Rechen drüber laufen. Tja,
Das hat auch nicht funktioniert. Der ist da nicht drüber, der Biber. Der Justin, der Biber, der hat sich nämlich schön, schön in die Ecke verpisst und ist hier im Wasser rumgeschwommen. Der kam aber nicht drüber. Tja, dann haben sich die Feuerwehrleute überlegt, was machen wir denn? Tja, dann haben sie so einen Werkzeugkasten aufgemacht. Die Szene habe ich natürlich nicht gefilmt. Da ist jetzt nicht viel drin gewesen da. Nur das Nötigste. Aber es reicht. Das war ein cooler Spruch. Und mit so einem 10er Schlüssel oder was es war, Justin ist nicht der Schlaueste. So ungefähr. Ja, oder er hat es halt hier gemütlich. Was soll er hier da drüben im See rumrobben, wenn da die Fische ihn kitzeln oder so am Schwanz. Also hier hinten an der Flosse ist ja der Schwanz. Der Biber hat einen ziemlich langen, das ist ein flacher übrigens, ein ziemlich harter, ledriger. Und ach Gott, ne, was ist so? Ah ja. Genau. Kaum Empfang. Ja, sei froh. Jetzt habe ich wieder einen Witz gerissen. Jetzt kommen die Smileys alle. Oh mein Gott. Justin Bieber. Der Bieber mit dem... Ich muss mir das mal... Da gibt es irgendwie so ein Special. Ein Special... Best of Stream oder so. Das muss ich mir rausziehen. Das ist echt der Hammer. Ja, aber es ist ja wahr. Es ist ja wahr. Es ist ja wahr. Es ist ja wahr. Ja, jedenfalls, das Wasser stieg und stieg dann höher. Ja, es wurde dann höher und höher und höher. Und der Biber, der hat sich dann sozusagen Biberfieber. Genau. Kommt herein und hält mir freundlicherweise die Tür auf. Wir machen uns nun Bett fertig. Kommt gut durch die Nacht. Was? Kommt herein und hält mir freundlich. Ah, okay. Dann in dem Fall. Naja. So ist es. Also, das Wasser war dann nicht mehr höher. Und zwar diesen Rechen, das zweite Element, das haben sie dann aufgeschraubt. Und dann war da eine Lücke drin. Ich habe da jetzt kein Bild da, wie das ausgeschaut hat. Auf dem Livestream von gestern, da sieht man das. Da habe ich ja lang drauf gehalten, bis man dann sieht, hoffentlich, dass der Biber durchschwimmt. Der Livestream, der ist ab durch die Mitte. Biberrettung live. Das ist Wahnsinn. Das ist abartig, wie der hochgegangen ist. Das Ding hat über 500 Aufrufe. Und so. Und dann haben wir hier. Wo ist es? So. Sekunde. Waren aber auch tolle Nachrichten. Ja. Es ist Biber River. In the River of Babylon. Da, 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 da. Nee. In the River of Biber. Überlegt euch mal eine Melodie und ein Lied dazu. Das wäre doch cool. Und dann kann da die Frau Granata oder also kann er jodle? Irgendwie sowas. Jo. Da, 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 da. Also ich überlege mal, da gibt es schon was Cooles. Da, 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 da. Die Biberrettung. Live. Aber wenn ich jetzt euch sag, wie viel Aufnahme. 527 Aufrufe, 50 Likes und 4
Däumchen zusätzlich. Also 54 Daumen insgesamt. Das ist. Und die Leute, die gucken richtig lang. 4 Minuten 12 von der halben Stunde. Das sind 19,3%. Jo, also, es hat was. Es hat was. Das Netz hat ja auch mitgespielt. Und wenn das Netz mitspielt, mache ich sowas. Aber ich habe natürlich zuerst gefilmt, dass ich euch einen coolen Film präsentieren kann. Genauso wie das mit dem... mit dem Waldbrand. Also Okabe und Sir Evans. Schaut euch das Waldbrandvideo an. Das war sehr aufwendig zu filmen. Eine richtig coole Reportage wurde. Jo, und dann haben wir hier, weil ich bin zweimal dorthin gefahren, das war richtig Oberhammer. Aber es hat sich natürlich auch pressetechnisch rentiert. Sogar im Fernsehen gelaufen. Die Links sind in der Videobeschreibung drin. Dann haben wir hier jetzt, kommen wir dann zum nächsten. Also, der ist tatsächlich, Moment, ihr wollt wissen, ob der das überlebt hat, der Biber. Also, ich bin ja im Livestream auf die andere Seite rüber und habe dann gezeigt, wie das Wasser tief steht. Und zwar, das ist dann nämlich runtergegangen wieder. Es ist abgesickert und abgesickert und abgesickert. Und ja, die Feuerwehr Reitenbuch, die war vor Ort. Ja, und hat uns geholfen. Und ja, zum Glück, weil ohne die Feuerwehr Reitebuch hätte man es nicht geschafft, den Biber zu befreien. Der ist nämlich durch diese Lücke geschwommen. Aber der ist nicht bei mir auf der Kamera drauf, wie er durch die Lücke schwimmt. Ich war nämlich in dem Moment mit euch live auf der anderen Seite und die haben diese Stauwehr aufgemacht. Jetzt, ich guck mal, ob ich diese Sequenz finde. Ja, ich guck mal geschwind, ob ich diese Sequenz da einblenden kann. Drei Lastwagenunfälle bei euch. Wahnsinn. Ja, heute sind einige LKW-Unfälle. An der 98 ist auch ein LKW-Unfall gewesen. Da beim Tunnel hinten. Und ist einiges vorkommen. Für ein Däumchen hat es gereicht. Da habe ich noch gedacht, da nicht, dass er jetzt durchschwimmt. Tja, aber ich zeige euch mal die Sequenz, weil viele, die waren nicht in dem Livestream drin. Geht jetzt mal auf Medienquelle und dann sage ich hier Biber-Video und dann gehe ich hier mal auf Endlosschleife und dann dup. Ich muss jetzt erstmal in meinen großen Dschungel von Daten ordnen. Das sind nämlich insgesamt 373 Ordner, wo bei mir die Dateien drin sind für die ganzen Videos. Am Anfang ist in einem Ordner mehr drin wie nur ein Thema. Also von da gesehen, es ist einiges. Und wenn ich auch nur mit Bilder Videos mache, das ist alles in so einem Datenordner drin. Und jetzt ist gerade der aktuellste, ist das hier. Und es wurden keine Suchergebnisse gefunden. Was? Ah, doch, hier. Pum. Also, hinter den Kulissen ist natürlich auch cool. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das Stauwehr aufgeht. Musik.
So geht es darunter. Genau. So war das. Also, hier, die haben praktisch das wieder aufgemacht und da war hier, das war ein richtiger Wildbach. Ich habe dann nur überlegt, hier könnte man sich mal so mitnehmen. Und in dem Moment, wo die das aufgemacht haben, ist ja dann der Wasserstand gesunken. Ja. Und dann ist der, also kurz davor, der Biber ist da wahrscheinlich durchgeschwommen. Und ja. Und dann, ja. Dann war er draußen. Und jetzt gucke ich mal, ob ich hier diese Sequenz habe. Dumm, dumm, dumm. Jetzt gucke ich mal. Nee. Ah, ich zeige euch noch was. Ich zeige euch den Biber in Nahaufnahmen. Da habe ich so tolle Sequenzen drin. Hier, passt mal auf. Hier. Das ist doch cool. Der ist doch so süß. Und ich habe praktisch anhand von der Kamera, da habe ich abgedrückt und habe dann Video gemacht. Also das ist echt, der ist so goldig, wie der da drin sitzt. Aber im Grunde geht es ihm ja dreckig. Ja. Weil er will ja raus. Er will ja raus. Und der ist hier immer umme dumm geschwommen. Hier hinten. Da hat man gesehen, in der Ecke. Und ja, der tollt sich da. Da guckt er raus wieder. Und naja, so habe ich halt verschiedene Einstellungen. Und das Ganze wird ein spannendes Video, weil es beginnt praktisch an einem ganz anderen Ort. Und zwar an dem Seerundweg. Wir sind nämlich da erstmal hier reingelaufen. Neuer tierischer Freund. Das wird ein cooles Video mit ein bisschen Musik. So ein kleiner Vlog. Ich habe einen Kameramann und das war natürlich auch sehr anstrengend. Ja. Ich zeige euch jetzt die ungeschnittene Version mal. Das war sehr anstrengend. Dort und zwar, ich muss mal selber den Stream, ich kann ihn nicht anhören. Ich höre hier nichts, wenn ich was abspiele. Ist das das hier? Ja. Action. Genau. So ist es. Jo. Wird ein echt cooler Film. Bin mal gespannt. Und allzu lang will ich nicht warten. Ich habe ja noch andere Biber-Filme. Und das ist natürlich die Krönung, weil das ist ja eigentlich so eine Fortsetzung. Ich war ja auch bei dem Biber schon da. Ja, aber das Ding ist natürlich absolut abartig cool. Genau. Ich zeige euch jetzt nochmal den anderen Biber.
wenn wir schon dabei sind, der, wo gerade aktuell gepflegt wird. Kötzbelöst, nur nicht ins Bett. Die Krönung kommt noch. Und zwar habe ich ja auch was aufgenommen. So. Puh. Das Rosefest, ne, Geschwül. Oh. Das muss ich auch mal schneiden jetzt. Die wartet alle schon. Das war nämlich. Rosenfest war am 14. Juli. Großer Umzug. Öffnungsfeier am Stehlesee. Da gibt es auch noch ein Video. 14.07. war das. Ja, man kann nicht alles auf einmal machen. Führerscheinneuling aus dem Aargau verunglückt mit dem Motorrad. Das ist der Livestream gewesen übrigens aus Todtmoos. Jo, da habe ich kein Video drüber gemacht bisher. Nicht dazu kommen. Also es ist ein Führerschein-Neuling gewesen. Und jo, also es ist. Ich suche gerade hier. Müllwagen-Report. Lebensraum für biologische Vielfalt. Ja. Das Video müsste ich eigentlich auch mal machen. Das ist auch ein schönes. Ein kleines Handy-Video. Geht 2, 3 Minuten. Dann haben wir hier. Line 1 im Einsatz. Ein Hubschrauber-Video, was bisher nicht veröffentlicht wurde. Und wo haben wir hier Biber? Ich war übrigens beim Murger Rathaus die Tage. Und das, also das Ärztehaus. Auf Facebook tue ich ja da regelmäßig Berichte über Baufortschritte und ich drehe hier einen Mehrteiler. Und da muss ich jetzt auch mal wieder weitermachen. Also wie gesagt, ich könnte eigentlich daheim bleiben mal 2 Wochen. Klar, wenn so große Einsätze sind, dann kann ich mal losfahren, aber wegen so einem kleinen Aufrutscher, da fahre ich dann nicht los. Wenn da einer schreibt, da ist einer aufgefahren. Naja, ich war dann in Häusern und habe dann mal geguckt, wie es da ausschaut. Da habe ich ja am 3. Oktober war ich da bei einem Unfall vor Ort. Da ist ein Betrunkener mit der ganzen Family in ein Haus reingekracht. Das Haus ist bis heute noch beschädigt und nicht repariert. Jo. So viel zu diesem. Und Biber. Jetzt, Moment. Dann war ich mal in Birkedorf beim Motorradunfall. Das Video habe ich auch nicht veröffentlicht. Viel konnte ich da nicht drehen. Und dann haben wir hier verletzte Biber. Ah, hier haben wir es. Der verletzte Biber. Ach Gott. Was habe ich denn da noch gedreht? Stimmt, eine Reportage übers Albtal. Ey, Wahnsinn. Ey, also wirklich, ich könnte hier einfach. Sie lasse. Einfach sein lasse. Genau, jetzt zeige ich euch mal den Biber. Da drin. So. Hier ist auch einer. Firefab, Servus. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, Stefanie Rüsch. Schöner Abend. In Bad Säckingen ist gestern am Schmitzmarkt Polizei und Hubschrauber gelandet. Ja, was für ein Hubschrauber? Rettungshubschrauber oder Polizeihubschrauber? Dass in Säckingen ein Hubschrauber rumfliegt, das habe ich mitgekriegt. Obwohl ich am Schluchsee war. Das hat man mir schon geschrieben. Und das ist auch der Biber. Ach jö, genau. Also, das ist der eine. Ich weiß jetzt nicht. Einer heißt Sammy. Weiß gerade nicht, wie der. Also, fragt mich nicht nach dem Namen. Ah, Polizeihubschrauber. Na, war das der. Pff. Wahrscheinlich haben sie da irgendwie wieder so die Bettler aufs Korn genommen.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. In Säckingen im Polizeihubschrauber gelandet. Kein Plan. Wenn einer jetzt ein Bild gemacht hätte von dem Hubschrauber, wie er da am Schmidt in Säckingen gelandet ist, dann hätte ich recherchieren können, eine Geschichte draus machen. Aber wenn es kein Bildmaterial gibt, ist das immer ein bisschen, ja. So, und jetzt zeige ich euch der verletzte Biber. So. Ah ne, halt, das ist ja wieder dasselbe Video. Das, ne, das ist nicht. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich will den auf die Toilette. Da ist er. Hier ist nochmal einer. Der ist auf dem WC. Ey, du hast ein Video, ey, du bist ja geil. Ey, cool. Das ist jetzt der Biber, der ist auf dem WC und der hat eine Bisswunde, ja. Der wird mit so Zinkspray wird er angesprüht. Und tjo. Genau, der Arme. Das ist aber jetzt ist schon ein paar Tage her, ja. Also, dem geht schon wieder ein bisschen besser. Das war am 10. Juni. Also ist schon eine Weile wieder her. Genau. Meine Biber haben Biber. Biber mit I, ohne IE. Cesonetzetin, wie lang geht denn das Video eigentlich, was du da gedreht hast? Da könnte ich natürlich eine Story draus machen. Hast du auch ein Bild gemacht, zum irgendwie das Thumbnail oder so? Und dann wäre natürlich, dann könnte ich ein bisschen recherchieren, was da gewesen ist. Das ist ja echt cool. Wenn ich auf Einsatz bin, irgendwo außerhalb vom, ja, mehr im Nördliche, dann denken wenigstens die Leute hier im Süden mit. Das ist natürlich cool. So, Cats, gute Nacht. Sabrina, schlaf gut. Bis demnächst. Schaut mal bei ihr rein. Sie macht schöne Katze-Videos. Und natürlich auch andere Sachen. Sie hat einen anderen Kanal auch und macht es echt toll. Lasst ihr ein Abo da. Natürlich erst, wenn ihr ein Video angeschaut habt. Sonst fliegt es nach 12, 24 Stunden wieder weg von YouTube. Und genau. Auch der Ding, der Carpe Diem macht sehr schöne Laber-Videos. Genau. 25 Sekunden. Also man sieht nicht so gut, war bei Nacht. Man kann ja mal gucken. Gute Nacht. Ah, geht der Frank auch schon? Nee, du sagst gute Nacht zu ihr. Ja, du kannst ja mal durchschicken und ich gucke, was ich draus basteln kann. Ich habe ja schon ein 10-Sekunden-Video gehabt und habe da einen 3-Minuten-Videofilm draus gemacht. Also von da gesehen. Jo. Wäre natürlich, also wenn du Lust hast, schick's mal per WeTransfer durch. WeTransfer. www.wtransfer.com. Da gibst deine und meine Mailadresse ein. Meine steht in der Videobeschreibung. schwarzwald.tvt-online.de. Und dann einfach durchschicke. Bitte in der Nachricht mit dazu schreiben, ob ich deinen Namen als Urheber mit angeben soll oder nicht. Ich gehe mal davon aus, du bist über 18, dann ist das okay. Wenn du unter 18 bist, dann müssten die Eltern einverstanden sein, dass der Name veröffentlicht wird. genau, aber um die Uhrzeit, wenn es dunkel ist, ja. Genau. Jo. Und dann werde ich mal nachher mal nachrecherchieren. Weiß man noch genaue Uhrzeit, was da war? Irgendwie, wann das genau war? Weil, dass da ein Hubschrauber landet. Ein Polizeihubschrauber.
Das ist ja Wahnsinn. Gibt selten. Vielleicht war da ein Überfall. Kein Plan, ich weiß es nicht. Muss erst mal anrufen. Ich könnte euch natürlich jetzt ein bisschen Musik einspielen und mal geschwind anrufe und dann euch gerade sage, was da passiert ist. Das wäre natürlich Live-Berichterstattung. Ja. Ach, ein Krankenwagen ist auch gekommen. Vielleicht war es eine Schlägerei. Ist der Krankenwagen auch drauf? Ein Polizeihubschrauber landet und ein Krankenwagen beim Schmitzmarkt. Ja, das ist jetzt interessant. Da-dam, da-dam. Aktenzeichen XY ungelöst. Schwarzwald TV. Das ist ja echt interessant jetzt. Also, wenn ihr wollt, ganz tief über Walbach. Ja, auf andere Video. Ah, du hast dann nochmal ein Video, wo der Krankenwagen drauf ist. Ja? Tust mal die Sequenzen da, was du hast, schickst mal durch. Also ich kann da mal. Ich rufe da jetzt gerade mal an, was da los war. Da muss ich aber dann das Mikrofon dann stumm schalten. Und euch dann mal ein bisschen Musik einspielen. Oder auch nicht. Das Bibergeplätscher. Interessiert jetzt auch. Okay. Also, dann mache ich hier mal ganz kurz. Ich brauche irgendeine Musik, eine Musikeinspielung. Und dann. Was? Aber nicht Helene. Nein, da wurde mein Stream geblockt. Wie mache ich es am besten? Ah, ich weiß es. Ganz einfach über den Desktop-Ton. Desktop-Ton. Desktop-Ton? Nee, Desktop-Ton ist ja auch blöd. Ich muss das anders machen. Ich füge jetzt hier Audio, eine Medienquelle. Genau. Ein Audio-File ein. Quelle sichtbar machen. So, und dann gehe ich mal auf Suche nach einem GEMA-freien Musiktitel. Und zwar vom Herrn Rüsche. Stefan Rüsche, der macht nämlich sehr gute Musik. Und während der Musik rufe ich da mal geschwind an und frage mal nach, was da los war. Weil ich bin durch den Bieber bin ich natürlich voll durch den Wind und wenn ich dann was nicht mitkrieg, gestern hat auch einer geschrieben, eben, Polizeihubschrauber geht durch. Muss mal gucken von der Uhrzeit her, wann das war. Ey, ja Wahnsinn! Der Herr Gassmann, der Michael Gassmann hat das erste Video mit dem Carpe Diem gefunden. Also das ist nicht das allererste Video, das ist das zweite Video insgesamt. Ja? Aber die erste Lösung hat er schon mal gefunden. Und Sprachnachrichten kann ich ja nicht hier anhören. Das geht ja nicht. Da müsste ich ja ganz kurz hier das Mikrofon ausschalten. Also, ja. Also, wenn jemand mir Videos schicken will, www.vtransfer.com, dann bitte dazu schreibe,
was das ist, wo es war, wann es war und ob man den Namen als Urheber einblenden soll oder nicht. Wie Transfer.com. ja. So, also jetzt probiere ich es nochmal. Die Musik. Und ja, genau. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das erste hat er ja schon raus. Dann such mal weiter hier. Jetzt gucke ich mal geschwind. Also Bild, 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 Audio, Medienquelle. Ja. Musik. Und dann gehen wir hier auf sichtbar machen, auf durchsuchen. Also mich würde es echt wundern, was das für ein Polizeihubschrauber war. Weil es interessiert euch ja auch. Die Mühe mache ich jetzt noch. Und nachher kann dann der Sponsor von dem Video da das Material durchschieben und dann machen wir da ein Video noch draus. Aber das kommt, ja. Mal gucken da. Ein bisschen Zeitdruck, das Unfallvideo, das packe ich wahrscheinlich halt auch nicht mehr. Es ist so spät, aber ich muss ja irgendwie ran. Muss ja irgendwie, sonst, weil das ist aufwendig mit Pixeln und so. So. Videodateien. GEMA-freie Musik. Wollt ihr Weihnachtslied? So, ein Unknown-Journey. An Unknown Journey, an Unknown Journey. Das ist ein schönes Lied. So, und ich blende mich jetzt mal einfach mal geschwind aus. Sorry, sorry, die Musik läuft schon. Ich habe geguckt, wo der Regler ist. Der ist hier unten. Und ich muss jetzt einfach für die anderen, die jetzt später reinkommen, weil ich blende mich mal geschwind aus, wenn ich da. Ich brauche hier irgendwie noch einen Text. Quelle. Ja, dann machen wir hier. Bin gleich wieder da. So. Bin gleich wieder da. So. Also, dann mute ich mich mal hier kurz, spiel die Musik ab und ruf mal an beim Freund und Helfer.
Eins, zwei. Ah, jetzt. Ja, jetzt. Da hat's einen Schalter. Da hat's einen Schalter. Hier. Da ist ein Schalter dran und jo. Jetzt geht's wieder. Ja, was war los? Jetzt geht der Ton wieder. Was war denn los? Die Musik war doch cool, oder? Wenn ich hier die Musik irgendwie so dezent im Hintergrund abspiele vom Stefan, das ist doch. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, hui, Danny Sunshine. Also, ich muss morgen noch mal anrufen bei der Pressestelle und dann sollte ich natürlich ja erstmal Hello Tom Tut und Uhrzeit um 11:30 nachts. Okay. 11:30. Also, schicket mir einfach mal das Material durch, was du da hast, per WeTransfer. Morgen früh kann ich recherchiere und dann gucke ich, dass ich da einen kleinen Beitrag dazu mache. Wenn es ein redaktioneller Beitrag, das ist natürlich, die war entspannend, die Musik, gell? Ja, ich tue die mal hier mal gucken. Und ich muss das mal selber anhören. Die Musik. Wieso spielt die es nicht? Das Kreuz war drin. So, probieren wir das mal. Endless Journey. Ja, so ist doch die. Ist doch cool da, so im Hintergrund die Musik. Vom Stefan Rüsche. Den Link übrigens, den tue ich euch noch in die Videobeschreibung rein. Den muss ich erstmal suchen. Stefan Rüsche. Rüsche Sound. Ich habe ja vor, so Art Partystream auch mal zu machen. Dementsprechend mit Musik und Moderation. Und ja, bin dann noch dran an einem Kooperationspartner. Das gibt dann sowas Kontinentes. Wie sagt man? Etwas Stabiles. Ich schau mal. Okay. Ah, 23,55. 1000 Abonnente. Ja, Wahnsinn. Das war bei mir am 22.12. An Gnome Journey. Ja, jetzt gucken wir mal hier. Muss ja das Lied suchen. Das ist schade, dass ich das nicht in meine Ohren höre. Da müsste ich das fast mit Desktop-Ton abspielen. Sonst höre ich es ja nicht. Ich höre das Lied nicht. Genau. Und also der Stefan Rüsche, der macht eigentlich sehr schöne Musik, muss ich echt sagen. Kann man immer wieder gut gebrauchen für verschiedene Videos.
Da ist es. Und schon. Nein, das ist nicht. Beautiful Epic Vocal Music. An. Das ist ja. Wo finde ich's? Das ist schwierig. Also, dass man es auf seinem eigenen Kanal nicht findet. Seltsam. Seltsam, seltsam. Ich habe das bei einem Video, habe ich es drauf. Aber das ist alles kein Problem, denn wann hat es in Bergerlingen gebrannt? So, jetzt gucken wir mal. Bergerlingen. Also wie jetzt? Wann gebrannt? Bergerlingen. Bei der Burnout-Party, oder? Bei der Burnout-Party, da hat es mal gebrannt. Ja. So, dezent im Hintergrund die Musik. Also, Burnout-Party. Dann gab es einen Kaminbrand. Hat es auch mal gehabt. Silke, meinst du das? Kaminbrand. Das war irgendwann im Januar. Hab heute ein halb abgebranntes Haus gesehen. In Bergerlingen heute ein halb abgebranntes Haus. Echt? Kein Plan. Ich weiß es nicht. Müsst ihr eigentlich drinne stehen. Mal gucken. Facebook. Facebook ist groß. Ne? Mal gucken, hä? Und wo soll das gewesen sein, das Haus? Das ist ja witzig. Tatsächlich, hier ist, also jetzt muss... Okay, Geburtstag. Hab heute ein halber Richtung Hütten. Ah, Richtung Hütten. Ja, das war letztes Jahr im August. Im August letztes Jahr, da habe ich hier Bilder. Da Anfang September. Genau, Ende, ja, sowas. Das ist... Ich bin gerade auf dem Heimweg gewesen vom Urlaub. In der Nacht ist das passiert. Das hat mir einer geschrieben noch. In Rickerbach, da brennt es dahinter und ich war nicht da. Aber ich habe dann, ich habe das bei mir auf Facebook, habe ich es dann auch gepostet. Ein Bild dazu. Und jetzt mal gucken. Ich suche mal geschwind das Foto. Ja? Das war nämlich im September. Da muss ich rein wieder auf meine Festplatte. 2018. Sind da hier 25.000 Bilder. Und dann haben wir hier... War nämlich ziemlich
Anfang. Ist das hier drin? Nö. Da ist es nicht. Wo ist es? Kein Plan. Das muss doch hier sein. Es war Anfang September. Anfang September. Ja, apropos. Jetzt zeige ich euch mal hier was. Was ich so gesehen habe. Hey, wenn wir schon bei Tiere sind. Das Quelle. Jetzt muss ich hier den Biber ausblenden. Hier. Schaut mal, solche Aufnahmen. Dänemark. Hammer, oder? Da gibt's 400. Ne, Quatsch, nicht 400. 4000 Wildtiere. 4 bis 5000 Wildtiere wohnen dort. Und. Ja. Genau. Kann nachts nicht schreiben. Bis gleich. Warum kannst du nachts nicht schreiben? Also Postkarten, ja klar, das geht natürlich schon. Nachts kann man nicht schreiben. So ist es. Verpeilt. Ja, das ist. Da fährt man dran vorbei. Ich habe irgendwo habe ich so ein Bild mal gemacht. Tom tut habt ihr. Ah, ja. Tut euch gegenseitig was Gutes. Und jo, es gibt dann natürlich noch viel auf der Facebook-Seite zu lesen. Ich habe ganz, ganz viele Pressetexte heute veröffentlicht. Da empfehle ich einfach mal reinzugucken. Und ich muss jetzt hier ganz kurz mal noch die Timestamps reinduxeln. Und zwar bei 15. Ah, okay. Bei 15 war die Begrüßung. Mhm. Ja, was machen wir denn sonst alles noch heute? Ich werde nachher mal noch erstmal was trinken. Nee, wie es euch hier aufgefallen ist, ich trinke nie. So wie Gottschalk und Co. Der vermisste Wanderer von Todmoos. Update. Man soll immer was trinken, vor allem natürlich, wenn es so heiß ist. Ne? Biberrettung. Habe ich meinen Text eigentlich vorhin fertig gelesen? Glaub nicht. Also die Feuerwehr hat ja das Vorhängeschloss geknackt, das haben wir gehabt. Ja. Und dann haben sie das Wehr praktisch runtergeschoben, dass das ansteigt, das Wasser, das Wasserspiegel. Und dann, also der Biber ist tatsächlich wahrscheinlich da durchgeschwommen, dass er wieder zu seinem Weiher kommt, zu seinem Windfellweiher. Da ist auch der Biberbau und der andere ist Richtung, ja, der ist in die andere Richtung. Ja, so ist das gewesen. Und dann haben wir hier. Was haben wir da noch? Nichts mehr. So. Gut. Also, heute war natürlich Biber. Justin Bieber. Und Top-Thema ist natürlich das gewesen. Hat mich gefreut.
Und die ganzen anderen Nachrichten, die es so immer wieder gibt, das waren jetzt am Wochenende viele Alkoholunfälle, Motorradunfälle. Es ist auch jemand verunglückt bei den Motorradunfällen. Und es Fahrradfahrer unterwegs gewesen mit 2 Promille und lauter so Schäppernäckchen. Also wer Facebook hat, guckt mal rein auf Facebook. Und dann gab es noch in Iringen, da ist eine junge Frau auch mit Alkohol und da war Hochwasser und hat sie irgendwie den Weg verpeilt und ist in den Bach gefahren. Da muss das Auto dann irgendwie geborgen werden. Tja. Lauter so Geschichte. Und das ist komischerweise immer am Wochenende. Und da gesehen, schaut einfach mal rein auf der Facebook-Seite, da sind auch die ganzen Dinger schon gepostet. Und ich verabschiede mich da jetzt mal langsam aus dem Livestream von Schwarzwald TV. Heute mehr so Talkrunde live. Und das Wichtigste heute, was haben wir heute? Heute Top-Thema Biberrettung. Biberrettung am Windquell Bayern. So, gut. Hat mich gefreut, dass wieder so zahlreich viele, vor allem wisst ihr eigentlich, wie viele das überhaupt sind? Wie viele hier insgesamt heute reingeschaut haben? Das kann ich euch eigentlich gleich sagen. Das sagen die Statistiken. Also der Höchstpunkt, der war mal so bei 28 gleichzeitig um 22.01 Uhr. Man sagt immer so, eine Stunde ist kontinuierlich und dann geht es ein bisschen runter. Das ist eigentlich so drinne. Und wir haben insgesamt 303 Zuschauer gehabt. Das ist doch allerhand. Genau. Gut. Hat mich mal gefreut, dass wieder so viele drin waren. Vor allem so lange drin waren. Im Durchschnitt auch über 8,5 Minuten. Und ich würde sagen, wir hören uns spätestens nächsten Montag wieder zwischen 8 und 9. Und sonst ganz spontan mal so, ups, das war der andere, so zwischendrin mal, je nachdem, was anliegt. So, aber was mir so gefallen hat, das waren doch die Hühner da im Hagel. Und ja, so von da gesehen, bleibt schlau und schaut Schwarzwald TV. Und ja, empfehlt den Kanal weiter. Es gibt eigentlich regionale Informationen, die, wie sage ich, die Live-News, die waren damit drin verpackt. Und ja, und von da gesehen einfach mal wieder reinschaue, Glocke anmache. Und genau. So, dann würde ich sagen, war's das für heute. Und bis zum nächsten Mal. Seid schlau, schaut Schwarzwald TV. Ciao, ciao. Bye, bye. Ah, stopp, 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 stopp. Ich bin nochmal da. Ich habe ja was vergessen. Oh, was ganz Wichtiges. Eine Nachricht noch. Genau, die hat mir ja mein Frank Bauermann zugespielt. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Und zwar... Jo. Jetzt geht's gleich wieder hoch. So.
Und der Frank, der Michael Gassmann, der hat jetzt schon 2 Videos rausgefunden. Der ist ja so genial. Wahnsinn. 2 Videos. Was? In Grunholz beim Motorradfest ist kein Durchkommen wegen der Polizei. Okay. Tja. Was es alles so gibt. Also, jetzt gucke ich geschwinde mal hier. Naja, jetzt gucken wir mal. Wo ist es? Da. Und zwar geht es da um diese Insel. Um diese Insel. Wo ist es? Hat er gelöscht? Das ist wieder gelöscht. Das war doch die Nachricht hier von der Insolvenz. Na, kein Plan. Nö, ist weg. Ist weg. Also in dem Fall. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Gutes Nächtle alle miteinander. Und wer ist denn alles noch? Tschüss. Brigitte Beutemüller, Be Yourself, Silke. Ciao, ciao. Bis nächstes Mal. Dennis, mach's gut. Firefab. Tom Tut und alle die restlichen, die sonst noch hier drauf sind. Ich zähle auf euch. Kommentiert mir immer wieder die Videos, schreibt was Schönes drunter und Däumchen nicht vergessen. Also, bis dann und viel Spaß bei dem Gewinnspiel. Ciao! Wenn euch mein Livestream gefallen hat, dann lasst mal ein Däumchen nach oben. Ja, es hat mich gefreut, euch zu unterhalten. Tom Tut, Iring ist nicht weit weg von dir. Super, dann weiß ich, wo du bist. Und wenn es was in der Nähe gibt, wenn mir einer eine Info zusteckt, dann stecke ich sie dir zu. Also, macht's mal gut und bis demnächst. Bye, bye. Den Kanal kann man übrigens kostenfrei abonnieren, natürlich. Selbstverständlich rechts unten aufs Logo klicken und die Glocke aktivieren. Nicht vergessen. Und tschüss.